Meerschweinchen-Kindergarten. Die Sonne scheint. Frühjahrsputz. Genau, heute nehmen wir euch zu unserem Frühjahrsputz mit und ihr könnt ja auch ein paar Ideen nachmachen, wie es bei euch so klappt. Heute im März ein herrliches Wetter, die Sonne scheint und die Meerschweinchen gucken aus ihren Häusern, müssen noch richtig die Augen kneifen, weil die Sonne so blendet. Richtig tolles Wetter, da macht es auch wieder viel mehr Spaß, draußen zu sein. Und so langsam endet der Winter und die Sonne kommt immer mehr zum Vorschein. Bereiten wir den Eimer mit Essigessenz zu, wo wir dann den Stall sauber machen von innen. Einen alten Lappen braucht ihr dazu und eine Spülbürste. Dann putzt ihr den Stall von innen aus, dass immer sehr viel Pipi anrannt und auch ein bisschen wegkratzen muss man dann. Richtig, ihr seht ja immer diese Pipi-Spuren, die Schweinchen pinkeln bis an die Wände und hier ein bisschen vertrocknete oder getrocknete Kräuter oder Blätterreste. Dann wird wieder dick eingestreut. Das ist jetzt das Winterhaus von den Meerschweinchen. Und schön verteilen. Auflockern ist immer wichtig, nicht diese Klumpen liegen lassen. Und dann dick mit Stroh einstreuen. Genau, weil es ist ja März, aber da gibt es auch kalte Tage, deswegen muss man da auch Stroh reinmachen. Und nicht sparen mit dem Stroh. Wir haben, wie gesagt, noch März. Es gibt immer wieder kalte Tage. Da gucken jetzt schon die Ersten und erkunden wieder ihr frisches Haus. Die Winterhütte ist gebaut nach der Ruth Morgeneck. Das Buch kann ich empfehlen. Sie schreibt ja ganz toll über Außenhaltung und dieses Häuschen hat halt 4 Kammern und hat nur einen Zugang durch den Tunnel und da staut sich ideal die Wärme. Wichtig ist 2 cm dickes Holz mindestens und diese Kammern dick mit Stroh füllen. Wir haben in ganz kalten Tagen bis oben hin Stroh gefüllt. Und da sieht man mal, wie sie sich jetzt hier alles erkunden. Tut mein Bruder da gerade das Häuschen mit den gleichen Lappen wie beim Stall natürlich frisch ausgeringt sauber machen. Genau, auch die ganze Inneneinrichtung, immer mit dieser Essigessenz, dieser Urin, löst sich wunderbar mit der Essigessenz. Der Tunnel muss natürlich auch noch gemacht werden, von außen und innen dann. Auch der ist aus Ton und man sieht da manchmal diese gelben oder weißen Pinkelspuren, weil das Urin von den Meerschweinchen viel Kalk enthält, gibt es so weiße Kalk. Spritzer teilweise und es geht wunderbar damit weg. Das macht er sehr gut, der Basti. Jetzt tue ich den Flaschenkopf mit einem Wattestäbchen sauber machen. Das machen wir immer so, weil das sehr gut sauber macht und auch durch die Lücken kommt und alles sauber macht. Und dann auch mal mit Wasser und das dann nochmal. Genau, da sieht man auch, wie gelb das Wattestäbchen ist. Das sind die ganzen Algen, die da auch drin hängen in der kleinen, schmalen Öffnung. Und man kommt da einfach schlecht hin. Und jetzt mache ich auch den anderen Teil der Flasche mit der Spülbürste sauber. Und auch da sind oft Algen drin im Sommer, aber viel mehr.
Im Winter muss man es wesentlich weniger reinigen, weil die Sonne scheint einfach nicht aufs Wasser und durch die Sonne bildet sich extrem schnell Algen. Im Sommer muss man das viel öfters reinigen. Und wir haben jetzt aber auch extra die Flaschen, wo man gut mit der Spülbürste reinkommt. Darauf achten, dass der Hals nicht zu eng ist, sonst kommt man da gar nicht mit der Spülbürste rein. Dann lasse ich das in der Sonne trocknen. Genau, und zum Abschluss bekommen unsere Schweinchen eine große Portion Chicorée-Salat im frisch geputzten Stall. Und sagen wir mal Tschüss aus dem Meerschweinchen-Kindergarten. Tschüss.